Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Freunde, es wird noch ein einziger Triforce-Splitter. Dann hat Link es geschafft, alle Splitter wieder zusammenzufügen und das Triforce der Weisheit wiederherzustellen. Damit ist er in Lage, Ganondorf zu besiegen und Zelda zu retten. Doch dieser eine Splitter befindet sich noch im achten Dungeon. Der Löwe. Bin gespannt, ob der so leicht wird wie der letzte Dungeon, weil der letzte Dungeon war echt richtig gechillt. Der sechste Dungeon hat sie richtig in sich gehabt, aber der siebte war echt ein Witz. War so ein bisschen der Dungeon der Verwirrung, war ein bisschen verwirrend. Vielleicht ist der Löwe ja schwer und verwirrend. Ja, dann kriege ich das Kotzen. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Aber wir werden schon sehen. Dann sehen wir auch die Triforce-Splitter. Wie gesagt, einer fehlt noch. Magischer Boomerang, den normalen haben wir schon nicht mehr. Die Bomben, wir haben auch das letzte Bomb-Upgrade bekommen. Können jetzt 16 Bomben tragen. Pfeile haben wir hier noch. Ist klar, wir haben die bessere Kerze gefunden. Jetzt können wir unendlich oft Feuer machen pro Screen. Die Flöte haben wir. Dann das rote Elixier, was man zweimal benutzen kann. Zweimal sich vollständig regenerieren kann. Da haben wir den Stab gefunden. Jetzt sind wir in der Lage zu zaubern. Richtig genial. Da oben sehen wir noch das Floß, die Leiter, den magischen Ring, der uns doppelte Abwehr gewährt. Und das Kraftarmband. Und einen Schlüssel haben wir noch. Und 30 Rubine. Also einiges haben wir uns da angesammelt. Wir hatten auch noch im letzten Part das Fleisch, mussten wir aber einen Gojira geben. Gorilla heißen die. Denn der wollte uns nicht vorbeilassen, nur wenn wir ihm das Fleisch geben. Ansonsten hätte man den Dungeon nicht lösen können. Und jetzt stehen wir wirklich vor den achten Dungeon. Der Löwe. Bin gespannt, wie schwierig der wird. Die Atmosphäre ist schon bedrückend und sehr bedrohlich durch das Weiße. Wirkt trist und verlassen. Gut, ich gehe in der Regel immer erstmal ins Spiel nach links. Und das war schon eine krasse Entscheidung, denn hier bekommen wir direkt den fiesesten Boss des Spiels geboten. Toll, ne? Also es wird immer Hassboss, weil er basiert sehr viel auf Glück. Ich finde, das hat mit Skill nicht viel zu tun. Na gut, mit Magical Sword können wir einen so einen Arm vor ihm auch direkt zerstören. Aber wenn wirklich die Bombe in der Mitte ist, stirbt er direkt. War klar, dass die auch mal wieder am Start sind. Die allseits beliebten Nimbusgarden mit Umhang und Schild. Wie gesagt, Schattengarde nur mit Schwert. Finstergarde mit Schwert und Schild. Und mit Umhang, Schwert und Schild ist es die Nimbusgarde. Wobei es in diesem Zelda eigentlich nicht der Fall ist. Da heißen die auch Schattengarden. Als da die andere noch gar nicht gab. Wurde noch nicht differenziert. Aber ich sag's trotzdem richtig. Wie man es in der heutigen Zelda auch sagen würde. Also die gibt es, da muss ich sagen, die halten verdammt viel aus. Die sind nicht ohne. Aber ich finde echt diese Schattengarden gar nicht mehr so hart. Jetzt ernsthaft. Das ist jetzt krass, wenn ich das so sage, aber jetzt ohne Witz. Oh, wir bekommen direkt ein Upgrade. Jetzt wirklich? Ich finde die nicht mehr hart. Diese Pyromagus im sechsten Dungeon, die waren viel stärker, die blauen. Du, 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 du. Ja, Link hat ein dickes, fettes Kreuz auf dem Schild. Jetzt hat er auch noch die Bibel gefunden. Oder was? Was ist das? Es ist ein Zauberbuch. Der Zauberstab hat an Kraft gewonnen. Merkt man nicht viel von? Doch, wenn er aufhört, dann erscheint jetzt eine Flamme. Und jetzt ist es mein Lieblingsitem. Jetzt werde ich wahrscheinlich die Kerze nie wieder benutzen. Wo man natürlich mit der Kerze in der Lage ist, zwei Flammen gleichzeitig zu machen. Trotzdem, hier, Schuss und dann noch Burn. Das kann man jetzt auch als Kerze nutzen, denn, ja, mit dem Feuer lassen sich dunkle Räume ebenfalls erhellen. Also ich werde jetzt nur auf den Stab zurückgreifen. Ich liebe den Stab. Ich finde, das ist so ein geniales Upgrade. Das ist der Oberhammer. Mein Gegner trifft direkt noch eine Flamme. Das ist echt geil. Das ist die beste Alternative zum Magical Sword, wie ich finde. Jetzt zeige ich es euch mal gerade. Da. Es werde Licht. Gott sprach, es werde Licht. Nochmal so viel zur Bibel, ne? Ja, und die können uns jetzt auch mal am Arsch kratzen, weil, wenn die uns treffen, können wir nur unser Schwert nicht nutzen. Tja, ich brauche mein Schwert ja nicht. Habe jetzt einen geilen Zauberstab. Ein sehr verdächtiger Raum. Hier kann man bestimmt was bomben. Bomben. Bombentime. Hier ist echt nichts. What the fuck? Ein Fail-Raum. Na gut. Ich werde sofort wieder meinen Zauberstab mitnehmen. Geiler geht's nicht. Ja, wir haben immer noch so viel Bomben. Gutes neue Bomben-Upgrade, ne, von
12 auf 16 Bomben, das ist schon cool. Auch wenn es natürlich für 100 Rubine jetzt nicht so viel mehr ist. Alter, was soll das? Komm, mach ich dich so halt kalt. Du Lappengesicht. Oh yeah. Aber bis jetzt finde ich es noch leichter als den 6. Dungeon. Ist zwar auch nicht einfach, aber wie gesagt, leichter als der 6. Ja, toll. Kommt trotzdem nicht weiter. Aha, okay. Ja, der Löwe scheint auch verwirrend zu sein. Verwirrend und schwer. Du, ja, natürlich. Das Schöne bei Nimbusgarn ist, die sind auch gegen Zauber immun. Ja, was ich hier machen werde, ist ja klar, ne? Unter Beschuss stehe ich und dann noch ganz viele blaue Nimbusgarn. Ja, na klar. Aber sonst geht's euch gut, ne? Das Problem bei denen ist, dass die auch noch Schaden machen, ne? Die machen nicht noch Schaden. Ja, kann ich gleich direkt schon mein erstes Elixier hier verwenden. Super, oder? Not! Es ist nicht super. Super scheiße ist es, das stimmt. Ja, Yes, ein Herz für Link! Es ist ja schön, dass ihr auch mal euer Herz zeigt. Nicht nur ein Herz für Kinder, ein Herz für Link. Neue Spendenaktion. Organspende für Link. So viele Herzen, wie Link einsammelt, kriegt kein anderer Mensch in sein Leben gespendet. Magic Wands. Zelda and the Wand of Gamelon. Returns. Da seht ihr. Na gut, für die Hasen brauche ich eigentlich die Pfeile. Ach komm. Zack, 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 zack. Ah, die brauchen viel zu viel Schläge. Wie gesagt, früher war es eigentlich so. Übrigens sind stärkere Mumien. Darum halten die so viel aus. Bessere Gyptos. Blaue Gyptos nämlich. Und zwar nicht auf weiß. Wie gesagt, früher im NES-Controller hast du geplant, dass ein Mikro integriert ist und dass man da reinbrüllen soll, um diese Gegner zu besiegen. Ah, jetzt muss man es mit Pfeilen machen, weil das nicht richtig umgesetzt werden konnte. Oder halt mit dem Magic Wand hier, Burn. Hat aber keine Wirkung gegen die. Ah, die sind echt stark. Die sind echt stark und sehen so leicht aus, ne? Ja, besser Moment gibt es nicht zum Saufen, also nicht wie los. Prösterchen! The Master of Saufen. Link. So schnell säuft wirklich keiner. Einmal abgesetzt hier. Einmal ein bisschen verschluckt. Ah, mei. Ach, das ist ja jetzt auch witzlos hier. Die einfachen Schattengarn. Nimbusgarn. Whatever. Ah, du hast mich erwischt. Dafür wirst du mit deinem Leben bezahlen, du alter Motherfucker. Toll, und schon wieder geht's hier nicht weiter. Hier habe ich den Schlüssel bekommen. Ist ja toll und schön und gut, ne? Alles. Aber ich hätte gern mehr. Ich glaube, hier gab es über 2 Dungeon-Items. Sowas richtig Geiles gab es hier. Ich meine, mich zu erinnern. Aber ich hätte gern einen Kompass und eine Karte, aber ich kriege hier gar nichts. Nur einen Arschtritt. Mann. Nehmen wir da den Zauberstab. Goma. Oh, ein besserer Goma. In Blau. Fies, Mann. Braucht, glaube ich, jetzt 3 Treffer. Trotzdem ist er leicht zu besiegen. Ich meine, das Ausweichen ist sowas von einfach. Sind hier nicht mal mehr Statuen, die einen beballerten. Komm schon, komm schon. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Ach komm. Zappel nicht so rum, du alter Zappelkönig. Hässliche, fette Spinne. Normalerweise würde ich meine Fliegenklatsche zücken und einmal zack und tschüss. Im Real Life. Hier geht das ja leider nicht. Muss ich es mit Pfeilen tun. Und zack und tschüss. Ach komm, Goma. Egal ob blau oder normal. Kein Problem. Aber ich finde es echt krass, dass jetzt so viele Bosse recycelt werden und sogar noch stärker sind als ursprünglich. Oh mein Gott, ey. Der Schwierigkeitsgrad. Ach, das geht aber noch. Der 6. Dungeon war wirklich schwieriger. Take that. In your face, man, of course. All die normalen Nimbusgarn, was sollen sie mir denn antun? Was sollen sie mir antun? Jetzt mal ohne Scheiß. Ah, ich verlaufe mich echt. Ich weiß nicht, wo lang. Ja, nee, 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 nee. Und tschüss. Tschüss, Schabatzdami. Bis dann. Wir sehen uns. So, was haben wir hier Schönes? Hier war ich noch nicht. Rechts!
Was gibt's hier denn? Vielleicht mal keine blauen Schattengarn. Ja, das ist doch schon wieder schöner. Ein Kompass. Aber hier benutze ich jetzt die Pfeile. Es sind einfach zu viele Hasen. Die Jagd ist eröffnet. Hasenjagd to go. Ja, jetzt brauche ich die, keine Pfeile mehr verschwenden. Beziehungsweise keine Ruine mehr verschwenden. Jetzt wissen wir wenigstens, wo der Endboss ist. Kann man hier was bomben? Ah, nur 5 Bomben, ne? Zum Knochenkotzen. Kann man nicht. Oh, ich hätte gerne die Dungeon Map, ey. Ah, ich weiß, dass es hier noch was Geiles gab. Es gibt hier nicht nur ein Dungeon Item. Ah, jetzt bin ich hier rausgekommen. Ernsthaft, oder sind die jetzt alle respawned? Ich glaube, die sind sogar respawned. Wie scheiße ist das denn? Down. Ach komm. Lecco mio. Und tschüss. Ach, das geht aber. Die sind echt in diesem Spiel nicht so stark. Wenn das mal vergleicht mit Zelda 2, die Adventure of Link, ne? Ja, die sind doch fies, aber nicht ansatzweise so stark wie da. Weil da gehen sie echt end ab. Sowas Krankes und Schweres wie da. Aber die wollen mich gerade ein bisschen trollen. Weil ich es auf leichten Schulter jetzt nehme. Merkt ihr das? Bin ich auch schon fast tot. Ich verstehe nicht, warum die respawned sind. Kann ich mir nicht erklären. Absolut nicht. Ist hier vielleicht ein Secret? Hm? Wäre ja schön. Nein. Halt nicht. Du, jetzt muss ich mir echt diesen ganzen Schattengarn da stellen. Na gut. Hilft dir alle nichts. Ah. Bloß nicht umzingeln lassen. Immer da angreifen, wo wenig sind gerade. Tot. Perfekt. Noch kein Gegentreffer hier. Und tschüss. Nein. Ah, die wollen es wieder wissen. Jetzt stelle ich mich gut an. Hier, like Boss, Mann. Bis jetzt noch kein Gegentreffer. Besser geht nicht. Komm. Gebt mir eine Fee oder sonstiges. Ah, ein Gegentreffer. Fuck. Oh, noch ein Gegentreffer. Der hat's drauf. Das ist der Lubu der Nimbus-Garden. Ah, komm. Ah, der ist aber echt gut. Bin ich fast ganz tot, ne? Das ist fies. Was mache ich denn jetzt? Kann man die nicht mit... Nee, das bringt nichts. Weißt du doch. Sind immun gegen Zauber. Hat Gen schon fleißig mitgedacht. Seine Elite nicht einfach so besiegt wird. Sind unberechenbarer als die Magier. Das muss man schon sagen. Trotzdem finde ich die Pyromagus, die blauen, gefährlicher als diese hier. Ich glaube, die werden wir noch beide öfters sehen. Oh, komm. Komm, das ist noch dieser Lubu, ne? Das ist, glaube ich, der. Immer noch überlebt. Der ist echt drauf, der Typ. Er oder ich? Wer wird siegen? Wer wird siegen im Saftladen hier? Nee, das ist der nicht. Den Lubu hatten wir, glaube ich, schon mal erwischt. Oh, oh, oh. Ein Treffer und ich bin Geschichte, ne? Musst du irgendwie austricksen, den Arsch. Oh, war das knapp. Habt ihr gesehen? Er wollte gerade hochgehen. Gucken, was wir hier haben. Ich kann schon mal das Elixier ausrüsten. Boah, der Dungeon ist nicht einfach. Hier gehen auch zwei Elixiere flöten. Dumm, die, ich hau euch zu Brei. Na, ernsthaft, das war ja wohl sowas von klar, dass ich das jetzt hier verwenden werde. Puh, der Dungeon ist echt schwer. Trotzdem, kriege ich ihn nicht so schwer wie den Pyromagus Dungeon, aber echt fast genauso hart. Ah ja, jetzt kann ich ja wieder ballern hier. Ballern, was das Zeug hält. Nimm das. Ah, ist das wieder fies hier. Kann ich angreifen. Dieses doofe Licht wieder erwischt hat. Dieser Schocker, dieser Sparky. Ach komm, erstmal diese blöden orangenen Nimbusgarten wegmachen. Und nimm das! Yes. Und zack. So, den schlimmsten haben wir schon mal. Waren das eigentlich zwei oder einer? Ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich komme hier durch. Nee, das führt mich nicht zum Gegenstand. Aber woanders hin. Hey, Karte! Dungeon Gegenstand Nummer 2, wo seid ihr denn alle, ey? Jetzt bin ich beim Boss oder was? Wenn es sein muss, mach ich jetzt auch schon den Boss. Habe ich ja nichts gegen. Das heißt ja nicht, dass ich direkt Gen besiegen muss danach. Ja. Aber ich
werde auf jeden Fall den Dungeon zu 100% machen. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Schlüssel kriege ich nicht. Wie, jetzt kommt hier ein Todeskrapsche raus. Könnt ihr mir ja vorstellen, mein Spiel bei den Entwicklern. Nee. Der Schlüssel war schon geschenkt. Soll nur die Gegner vernichten. Und hier ist schon der Boss, oder wie? Nee. Noch weitere Nimbus-Garden. Und noch ein Schlüssel. Another key for the hero. Komm, machen wir einmal hier Magic Wand. Sehen wir, wo hier der Hase läuft. Ach komm. Wo hier der Hase läuft. Der Hase läuft hier gar nicht. Die Hasen haben wir schon im vorherigen Raum besiegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist hier was? Ach, Bombe ausrüsten, du Idiot. Kabumski! Kabumski! Nee. Okay. Nee, hier ist aber auch noch nicht der Boss. ETF, Mann. 10th enemy has the bomb. Der 10. Feind hat die Bombe. Was meinst du? Red doch nicht in Rätseln, du Assi. Der 10. Gegner hat die Bombe. Hä? Hier ist nichts. Geht nur hier durch. Und hier kommen wir wahrscheinlich schon direkt beim Boss raus. Bin gespannt. Es ist der Boss. Es ist schon wieder Glirok. Okay, Kritikpunkt beim Spiel. Zu wenig Boss, aber es kann auch an der NES liegen, dass er nicht viel mehr Bosse speichern konnte. Boah, Glirok mit 4 Köpfen. Seriously? Das gibt's doch nicht. Aber egal. Haltest du noch nicht. Tschüss. Für Sparta! Boah, Alter, wie der Glirok abging. Und volle Herzanzahl. Besser geht nicht, aber Dungeon-Gegenstand vergessen. Karte vergessen. Boah, wie schlecht, ey. Verwirrender, komischer Dungeon. Der Löwe. Werden wir auf jeden Fall jetzt direkt nochmal reingehen. Aber schön, dass wir uns schon mal den Triforce-Splitter haben. Jetzt sind wir richtig weise. Jetzt haben wir alles. Na, nochmal zur Veranschaulichung. Das gesamte Triforce ist wieder ganz geil. Aber nochmal zum Dungeon. So, jetzt müssen wir logisch vorgehen. Wo war man noch nicht? Wo könnte noch was sein? Hier könnte noch was sein. Rechts. Nein. Wahrscheinlich habe ich das schon mal abgesucht und da war nichts. Ja. Ach Mann, ist das eine Kacke. Jetzt kommen wieder die ganzen... Die habe ich natürlich jetzt richtig Bock. Muss ich sagen, echt. Ein ganzes Leben lang habe ich mich auch schon auf diese Gegner hier gefreut, echt. Meine Lieblingsgegner of all time. Ach komm! Stopp doch, du elendiges Arschloch. So, einfach mal nach links. So, aber einmal sind wir nach oben gegangen. Da ging es dann in Richtung Boss. Was ist hier denn Schönes? Unten ist... Oh, ich weiß echt nicht, wo es noch... Was geben könnte. Ich ignoriere jetzt mal die Gegner einfach, wobei wir natürlich Rubine gebrauchen könnten. Oh, was ist hier denn los? Ist eine Wand oder so. Drecksmumie macht guten Schaden. Er auch. Der doofe Hase. Pulse Voice heißt der eigentlich. Und die Mumie heißt Skipto. Kommt. Ja, Rubin, Rubin, Rubin. Sag mir lieber, wo es lang geht. Sag mir lieber, wo die Karte ist. Sag es mir doch einfach. Mit mir kann man auch reden. Lasst uns über das Geschäftliche reden. Liebe Nimbus-Garden. Karte her, Müller-Drink her. Ach, das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst, oder? Da nichts. Da nichts. Hier oben vielleicht. Nein. Ach, Leute. Das ist doch Verarsche. Arsche hoch 10. Sag mal, keine Karte, du hast hier gar nichts. Du bekommst nur einen Arschtritt. Gut, hier waren wir noch nicht, oder war hier wieder 10th Enemy has the bomb? Nee. Spectacle Rock is an entrance to death. Das ist der Hinweis für Ganon. Wo findet man Ganon? Bei engen speziellen Fels. Ja, Todesberg meint er. Und hier kann ich auch nicht durchbomben. Na, wie super ist das denn? Ich weiß nicht weiter. Hier gibt es noch so viel bei der Löwe. Und ich komme einfach nicht weiter. Crap. Ist dieser Drecksraum wieder? Das bringt ja alles nichts.
Kann ich mich hier vielleicht irgendwie durchbomben oder so? Ach Mann, nerv nicht. Schön, dass ich Ruine kriege. Ich will jetzt wissen, wo es weitergeht, Mann. Sonst muss ich es gleich schneiden, weil ich hänge hier jetzt echt fest. So lame, wie es auch aussieht. So lame, wie es ist. Ne, ernsthaft. Okay, nochmal ganz logisch alles abgeben. So, dieser Drecksraum. Und hier ging es halt zum... Ne, wo ging es hier denn? Achso, hier war gar nichts, glaube ich, ne? Ist auch ein bisschen mysteriös, dass hier gar nichts ist. Ganz im Ernst. Zack, 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 zack. Hasenjagd. Nee, 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 ich trau dem Braten nicht. Hier ist was. Komm, mach mal Licht an. Aha. Das gibt's doch nicht. Wo ist die gottverdammte Karte? Wo ist der Dungeon-Gegenstand? Hallo? Hallo? Da habe ich auch schon alles abgesucht. Am Anfang? Seriously, am Anfang vielleicht? Wenn jetzt hier ein Secret im Secret ist, ne, dann fasse ich die Welt nicht mehr. Ich bin echt gespannt gerade. Hier ging es ja runter, aber wenn man sich hier noch weiterbauen kann, ich meine, es war sogar so. Es war, glaube ich, so asozial. Bäm! Nee. Hier oben vielleicht? Nö. Och, Leute. Wo geht's denn lang? Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Bomben, ne? Das heißt, ich muss mir auf Overworld wieder Bomben suchen oder so. Bin sowieso gleich tot, also ist egal. Stirb. Bin gerade nicht in Laune, mich mit dir rumzuärgern. Link hat Herzinfarkt oder was? Tot. Er war tot. Ach komm, das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Oder der Raum mit diesem Endboss da? Vielleicht wäre da was gewesen, ne? Hm. Er hilft dir alle nichts. Ich brauche Bomben. Ich gehe jetzt offscreen Bombenfarm, Lebenfarm, whatever. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich was hier gefunden habe. Also bis gleich. Ein neuer Gang hier oben. Habe ich gerade frei gebombt? Was haben wir hier denn? Oh nein, ich eher schon wieder. Komm. Friss! Zack, yes. Und die Karte bekommen wir hier. L1, der Löwe. Da sehen wir mal. Sieht auch wirklich aus wie ein Löwe. Oh, ins Auge kann man rein. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, ist ein Secret. Gibt ganz viele Rubine. Das heißt ganz viele, so viele sind es eigentlich gar nicht. Oh nein. Die werden wir jetzt auch alle verballern müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so, die Hasenjagd ist wieder mal eröffnet. So, Bomben bekommen wir jetzt zurück. N1. Ein paar Rubine auf Overworld gefunden. Schön. Wirklich. So. Jetzt frage ich mich natürlich, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren. Okay. Wir waren nur wirklich hier oben noch nicht. Also nichts wie los. Rauf da. Goma! Und richtig schwer diesmal. Nicht nur, weil Goma blau ist, weil wir auch vor allen Seiten beballert werden. Boah, der Boss hat's in sich. Schwerer Bosskampf. Ich mag das eigentlich, dass die Bosse so oft recycelt werden. Ich mag ja auch so Boss Rush wie bei Zelda's Adventure vorm Finale. Oder bei Ocarina of Time 3D Master Quest gab es ja auch den Boss Rush. Oder bei Skyward Sword. Das ist schon ein wichtiges Element der Zelda-Spiele. Doch, wie komme ich jetzt nach links? Aber ich glaube, da war ich sowieso schon, ne? Da war es mit der Hasen. Egal, trotzdem mal einfach reinschauen. Just for fun. Ja, natürlich war ich hier. Okay. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja jetzt genug Bomben. Verschwenden sollte man die zwar auch nicht, aber trotzdem. Das war immer noch nicht das, was ich suche. Das ist wieder ein Fail-Raum.
Zum Glück nur die leichten Muskeln, die mich trotzdem fertig machen. Nervt mich nicht hier, frisst! Na, tschüss. Was habt ihr davon? Geht doch. Bomben kriege ich auch wieder. Zurückerstattet hier. So, jetzt ist das wirklich der letzte Raum, den wir noch nicht erkundet hatten, oder? Das heißt, hier muss sich auch der Gegenstand befinden. Ja, ist auch so. Da führt eine Treppe nicht wieder hinunter. 3 Treffer mit dem Magical Sword. Die haben es echt drauf, die Hasen. Ja, friss. Bam. Und nochmal. Willst du, ey? Muckst du? Ja, muckst du echt? Dann mach ich dich kaputt, ja? Ich mach dich kaputt, weißt du? Weißt du Bescheid, du? Und danach deine Mutter und deine ganze Familie, ja? Alter, ich schwör. So. Komm! Ihr Dreckskerle, was mir aufgefallen ist auf Screen, das sind auch alles Christen, ne? Die haben auch ein Kreuz auf dem Schild, was das zu bedeuten ist. Kennen also auch ein Christ. Obwohl da die Bestie persönlich ist. Aha. Und da bekommen wir ein wirklich interessantes Item. Ärgerlich, dass wir den jetzt erst so spät bekommen. Es ist nicht der Löwenschlüssel. Den hätte ich gerne im Real Life. Jetzt steht der Schlüsselanzahl mal A. Ich weiß nicht warum mal A. Müsste ein Unendlichzeichen stehen. Das beschreibt den Schlüssel nicht ganz gut. Wir haben jetzt unendlich Kies. Müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass uns irgendwann die Schlüssel ausgehen oder sowas. Ein Schlüssel hat ja im Laden sogar 100 Rubine gekostet. Na, am Anfang. 100 Rubine für einen Schlüssel. Krank, oder? Jetzt können wir uns jetzt alle sparen. Wir haben jetzt unendlich Schlüssel. Wir können alles sofort aufschließen. Es ist richtig, richtig episch. Lasst mich doch einfach da durch, ihr Schweinepriester. Und ja, hier haben wir alles erkundet. Geil, oder? Und oben ist jetzt auch alles vollständig. Jetzt will ich, das können wir eigentlich jetzt machen. Das machen wir jetzt auch, Freunde. Das machen wir noch gerade. Ich möchte euch einmal kurz die Wirkung des Fleisches zeigen. Dazu begeben wir uns wieder in Richtung 4. Dungeon. Könnt ihr auch die Flöte benutzen und da schneller hingelangen. Euch schneide euch den Weg. Nee. Ah, wobei. Ich schneide euch den Weg. Also bis gleich. Wir haben die Overworld oft genug gesehen. So, Freunde. Hier bekommt man das Fleisch am günstigsten. Das ist der Laden, wo es den blauen Ring gab. Und ich möchte euch jetzt einfach mal die Wirkung des Fleisches zeigen. Und dann werde ich es nochmal kaufen, damit wir es wieder im Inventar haben. Boy, this is really expensive. Nein, dein Fleisch ist am billigsten. Aber danke. Wie Link sein Face irgendwie verzerrt, wenn er was kriegt hier, wenn er was kauft. So, woran kann ich das jetzt erstmal zeigen? Müssten ganz viele Gegner sein, deswegen suche ich mir jetzt Gegner, ich suche mir Gegner, ich bin voll cool. Ich suche mir Gegner, Gegner, Gegner sind doch was Tolles. Yes, wie ganz viele Moblins. Ach komm, ihr habt eine Fleischkeule, das mögt ihr doch so gerne, oder? Da, jetzt. Fleisch. Ziehen sie sich voll hin. Guck mal, wie sie sich alle auf einen Haufen da häufen und dann kannst du ja einfach. Beste Taktik. Alle gehen zum Fleisch und dann zack, kaboom! Geil, oder? Ach, das kann man immer wieder mitnehmen! Das wusste ich gar nicht! Ey, dann ist das Fleisch ja wohl endgeil! Ich dachte, das muss ich jetzt nochmal kaufen! Oh, hier ist eine Feenquelle. Komm, das nehmen wir mit. Oh, yeah. Ey, das Fleisch ist ja wohl hammergeil! Das hätte man schon eher kaufen sollen. Das wird noch vielleicht wichtig. Aber ich glaube, für Schattengarten geht das nicht. Oder für die Pyro-Magus. Aber trotzdem nicht schlecht. Ernsthaft. Das ist schon wirklich ganz gut. Funktioniert das auch bei Octorox? Ja. Nom! Macht Nom! Bei den Gorillas funktioniert es auf jeden Fall. Ja, guck mal, die gehen da direkt hin. Oh, nom, 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 nom. Aber vielleicht wollen sie es auch aufessen. Vielleicht hält das nicht ewig. Das weiß ich natürlich nicht. Zack. Fleisch, Fleisch. Ah, das ist echt geil mit dem Fleisch. Das freut mich. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Sind wir gut gewappnet für den letzten Dungeon. Im nächsten Part werden wir bereit, schon aufbrechen zu gähnen. Wo gehe ich denn da jetzt erstmal wieder hin zum ersten Dungeon, würde ich sagen. Das ist ein guter Punkt, um dann zum Dungeon aufzubrechen von Gen. Zum absoluten Finale. Den letzten Dungeon werde ich nicht in einem Part hinkriegen. Der ist verdammt groß und zählt als einer der schwierigsten Zelda-Dungeons.
sauschwer, weitläufig und gemein und fies. Man kann sich da sehr leicht verlaufen und man verliert die Orientierung. Der hat's wirklich in sich. Freue mich ein bisschen drauf, weil es ist schon eine Herausforderung, wenn man das schaffen will. Aber ja, wird halt nicht so einfach und in einem Part ist es auch nicht gegessen. Deswegen werde ich jetzt auch sowieso erstmal eine Aufnahmepause machen. Und das dann beim nächsten Mal wirklich dann in eins durchkauen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. In der Oberwelt haben wir wirklich alles gesehen. Ich bin wirklich jeden Screen mal einmal mit euch abgelaufen, da könnte ich verwetten. Und die meisten Secrets auf der Oberwelt habe ich euch gezeigt. Und es ist 100% alle Herzcontainer. Wir haben das Fleisch zweimal gekauft. Und naja, es fehlen noch zwei Upgrades, aber die werden wir auch in Gens Castle finden. Deswegen keine Sorge, es wird auf jeden Fall 100%. Wir haben die zwei Bomben-Upgrades, wir haben alles. Den Löwen-Key. Perfekt. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls sich das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.